Pflege und Soziales. Wir erfahren mehr, was es heißt, im Alter mit Einschränkungen im Alltag konfrontiert zu werden und welche Angebote im Altenheim darauf zielen, Selbstständigkeit zu erhalten und zu fördern. Kultur und Freizeit. Watten. Fast jeder Südtiroler kennt dieses Kartenspiel oder hat davon gehört. Es ist beliebt bei Alt und Jung, Reich und Arm und trägt ein Stück Geschichte in sich. Gefragt sind eine Portion Humor und Konzentration, wenn der Unter den Ober schlägt oder das Herz gerade am richtigen Fleck liegt. Religion und Philosophie. Der Mensch ist von Grund auf religiös, war immer schon ein Suchender und Fragender, egal welche Richtung er einschlägt, meint Priester und Seelsorger Josef Stampfel. Er lässt uns einen Blick auf sein Leben und seine Denkweisen werfen. Der Leitsatz des Wohn- und Pflegeheimes St. Pauls, zu Hause im Dorf, öffnet eine Perspektive, die beispielhaft ist. Alte Menschen sind keine Randgruppe, sondern ernstzunehmende Personen, die auf einen großen Erfahrungsschatz zurückgreifen können. Besonders im letzten Lebensabschnitt treffen alte und neue Bedürfnisse aufeinander. Die eigene Selbstständigkeit so weit als möglich zu erhalten, ist eines der Grundbedürfnisse des Menschen. Die Position der Struktur im Dorfzentrum hilft dem alten Menschen, die Verbindung zum Ort zu bewahren. Wir sind der Meinung, dass das Wohn- und Pflegeheim St. Pauls Teil der Dorfgemeinschaft ist. Und aus diesem Grund möchten wir einen positiven Beitrag dazu leisten. Ständig neue Programme, die entwickelt werden, stellen den Menschen in den Mittelpunkt. Soziale Beziehungen stärken ist ein besonderes Anliegen. Der Herr Dellemann, der Herr Bruno sind Freiwillige von St. Pauls und Umgebung, die uns tatkräftig bei der Singstunde einmal wöchentlich unterstützen. Und die singfreudigen Bewohner kämen zur Singstunde. Die unterschiedlichen Leistungen, die geboten werden, zielen darauf ab, geistige und motorische Fähigkeiten zu erhalten und zu fördern. Je nach Pflegeeinstufung wird auf die individuellen Bedürfnisse des Bewohners eingegangen, so auch in der Physiotherapie. Keinen Schritt habe ich gehen können. Das ist schon fein. Aber wir haben zusammen viel geübt. Ja, ja, haben wir schon. Und jetzt können Sie ganz gut gehen? Ja, ganz allein, nicht weit. Ja, aber so ein Stückchen kann ich laufen. Sehen Sie, bis jetzt sind Sie 3,4 Kilometer getreten. Schon? Ja. Das geht allein. Nein, nein. Ja, so, das ist gut. Sie treten mit. Jawohl. In einer ganzheitlichen Betreuung ist es wichtig, die Erfahrungen aus dem Leben der Heimbewohner einzubinden. Ja, das erste Mal, als wir hier mit dem Luis waren, dann hat er große Schwierigkeiten aufzustehen. Und das wirklich erste Mal ist er hier an den Gehbahnen aufgestanden und hat dann im Stehen, es war schönes Wetter, die Texelgruppe in Meran gesehen. Und er hat mir gesagt, auf allen dieser Spitzen war ich. Und dann habe ich gesagt, ja, auf den Berg gehen wirst du vielleicht nicht mehr können, aber gehen vielleicht schon. Und die Motivation von Luis, des Gehens, er war immer Bergsteiger, er hat sich immer bewegt, er war sehr, sehr aktiv, sowohl beruflich als auch privat, einzubauen ins Therapieprogramm und zu sagen, gut, du hattest immer Biss und diesen Biss nehmen wir jetzt her, um zu trainieren. Es ist ein Zusammenspiel zwischen Altenpfleger, Krankenpfleger, Ergotherapeut, Arzt und Physiotherapeut notwendig, um dort anzusetzen, wo Dringlichkeit besteht. Voraussetzung ist, dass die Anwendungsmethoden genau abgewogen werden. Nur so können die Übungen in der Physiotherapie ihre Wirkung entfalten. Kleine Schritte sind große Schritte. So lautet das Motto der Ergotherapie. Grundbedürfnisse zu fördern und zu erhalten, wie sich selbstständig anzuziehen oder die Körperpflege so weit wie möglich eigenständig durchzuführen, gehören zu den Zielen. Und noch hinten kampeln.
Verschiedene Anwendungsmethoden der Therapeuten erleichtern dem Bewohner die Bewältigung der Krisensituation. Der Ball ist die ideale Motivation für sie. Ich habe dann irgendwann mal zufällig das entdeckt, dass sie den Ball so gerne hat und dadurch eine Übung entwickelt mit Strecken, mit Erreichen vom Ball, mit Zuwerfen. Das Zuwerfen ist eigentlich das Spielerische. Vielmehr geht es beim Strecken darum, das auszuüben, also so eine Bewegung auszuüben, die sie sonst nicht macht. Und das gibt ihr ganz viel Stabilität im Bauch, im Rücken. Das trainiert sie einfach in den Bereichen, wo sie aufgrund ihrer Einschränkung eine Schwäche hat. Es hilft ihr in vielerlei Hinsicht. Es hilft ihr morgens, mittags beim sogenannten Transfer mit dem Pflegepersonal. Und dann hilft es ihr auch noch beim Essen für eine korrekte Haltung. Und zum Beispiel sogar, wenn wir das länger machen, regt das die Verdauung an. Genau. Da sie sonst immer so eingerollt eine Sitzhaltung hat und da muss sie eigentlich aufmachen, es macht alles im Brustkorb auf, im Bauchraum auf. Sobald ich das mit dem Ball zum Beispiel entdeckt habe und vielleicht entdecke ich in der Zukunft noch etwas mehr, da hat sich ihr Verhalten für die Therapie schlagartig geändert von mechanischem, oh mein Gott, ich werde schon wieder mobilisiert, zu, ja, danach spielen wir Ball. Und so ist es immer eine Art von Kompromiss. Ich verbinde das, was sie gern mag, mit dem, was ich gern hätte. Die Persönlichkeit des Bewohners wird ernst genommen. So wird die Lebensgeschichte, die früher zum größten Teil aus Arbeit bestand, schriftlich erfasst. Alte häusliche Gewohnheiten können weiterhin ausgeübt werden. Das Bedürfnis nach Selbstverwirklichung wird berücksichtigt. Wir fördern die Selbstständigkeit des Heimbewohners schon bei der Aufnahme. Der Heimbewohner kann selber entscheiden, ob er Einrichtungsgegenstände von zu Hause mitnehmen will oder nicht. Das fängt an bei den Bildern, bei dem Mobiliar oder bei persönlichen Gegenständen. Und auch während des Tagesablaufes kann der Heimbewohner selber Entscheidungen treffen. Er kann selber entscheiden, wie spät er frühstücken will. Er kann selber entscheiden, ob er an der Tagesbegleitung teilnehmen will oder nicht. Er kann selber entscheiden, ob er die Suppe essen will oder die Nudeln. Die Kurzzeitpflege hilft, die vielen Angebote kennenzulernen. Zudem bietet sie auch die Möglichkeit, vorübergehend, zum Beispiel nach einem Krankenhausaufenthalt, fachmännische Betreuung in Anspruch zu nehmen, bis die Selbstständigkeit des alten Menschen zum Teil oder wieder ganz hergestellt ist. Für Angehörige ist dieses Angebot eine wertvolle Unterstützung. Das kreative Wochenprogramm der Tagesbegleitung ist abwechslungsreich gestaltet. Das Augenmerk wird auf das Erhalten von motorischen Fähigkeiten gelegt. Respekt vor dem Alter der Bewohner ist Voraussetzung für eine qualitativ hochwertige Arbeit. In Louis Trenke haben wir Wiener Schnitzel gekocht und in Pauls nach vorne saure Suppe. Und ich bin auch überall aushelfen gewesen. Und das vorne hat sie so gerne gegessen, der Pauls nach vorne. Der Lama. Schon? Oh, Maria. Süßigkeit hat es allem gegeben, Josthaus. Äpfelstrudel oder Froschenskropfen, Strauben, nicht viel gemacht. Die Tagesbegleiterinnen versuchen, eine unbeschwerte Atmosphäre zu schaffen. Nicht nur, um die Sorgen der Senioren auszuklammern, sondern auch, damit positive Erinnerungen an früher nicht vergessen werden. Es geht darum, einfach ein bisschen das Kochen und Backen, was die Frauen von daheim gewöhnt sind, einfach ein bisschen mitzunehmen, einer ins Haus, dass sie das noch ein bisschen können genießen und mit ihnen zu machen. Und sie sagen einem schon der Duft, wenn es dann noch so riecht, dort zu Hause. Und eine, die was sehr gern kocht, ist die Frau Maria. Die kriegt auch die Möglichkeit, da in dieser Küche, weil sie hat so ganz besondere Wünsche, sie macht sich gerne mal einen Fisch. Oder sie schiebt sich gerne mal eine Pizza in den Ofen. Auch die Pasta Fagioli hat sie gemacht. Pasta Fagioli.
Und dann ladet sie sich meistens den Herr Direktor und die Pflegedienstleiterin und sonst jemand, der was halt Zeit hat, ein, mit ihr dort zum Essen. Die Sonnenseite im Leben eines alten Menschen wahrzunehmen und zu fördern, setzt viele Fähigkeiten voraus. Manchmal auch die Gabe, kleine Dinge als große zu sehen. Es gibt eine Menge an Möglichkeiten, seine Freizeit zu gestalten. Das gilt natürlich auch für Senioren. Einmal im Jahr lädt die katholische Jugend von Untermais zu einem Preiswatten ein. Aber nicht nur Senioren, denn hier treffen sich generationsübergreifend Menschen zum geselligen Beisammensein. Beim Watten werden Brücken zwischen Jung und Alt geschlagen. Durch einen Bekannter, der hat gesagt, da ist Watten für die Jugend und wir sollen für die Jugend etwas tun. Dass wir die Jugend unterhalten auch. Ja, das Watten ist für uns einfach eine Freizeitbeschäftigung. Etwas fürs Herz. Die Heim ist oft so, also so eine Trübe, eine Leere oft so. Und nein. Ich glaube, überhaupt viele Leute schätzen das ein bisschen. Die Kameradschaft, die Freundschaft ist auch schön, wenn man sich trifft, wenn man Karten spielt oder andere Spiele. Oder es gibt viele Spiele, die man kann so praktisch denen allen wieder tröstende Zeit bringen. Im Alter sind soziale Netzwerke besonders wichtig, um nicht zu vereinsamen. Manche Senioren leben zu Hause allein. Andere wiederum sind umgeben von ihren Kindern oder Enkelkindern. Hier jedoch, beim Watten, sind alle gleich. Was zählt, ist die richtige Strategie. Beim Watten ist halt wichtig, ja, dass man die Karten merkt, nicht? Und oft einmal den Gegner auch vertreibt, wenn man bietet. Oder ihm ein bisschen irreführt, nicht? Kann ja auch sein. Und, ja. Es ist, ich kann es jetzt nicht so gut, aber oft muss man auch die Karten, was es an Glück bringen. Nicht? Ich lasse lachen. Christoph Gufler aus Lana ist Heimatkundler. Er hat sich auf die Suche nach dem Ursprung des Kartenspiels gemacht. Das Watten wird als Kartenspiel so Ende 18. Jahrhundert, also 1790, 1800, erstmals dokumentiert. Also es gibt die ersten Hinweise, dass man dieses Spiel damals bereits gekannt hat, aus der Zeit um 1800 herum. Fuhrleute und Handwerker aus Norditalien waren es, die das Watten 1820 ins Südtiroler Unterland brachten. Sie arbeiteten damals in großer Zahl beim Eisenbahnbau und der Flussregulierung der Etsch. Als weiteres Indiz für die Herkunft gelten zwei ganz bestimmte Karten. Das ist bekanntlich der Belli. Wo man sagt, das kommt vom italienischen Belli, zu ihren guten Karten, der Karte Belle, nicht? Dass der Belli von dort her kommt. Und der Herzkönig, den wir ja als Martel bezeichnen, so nicht im Umgangssprachlichen. Und da gibt es ganz eine interessante Abhandlung von Peter Blas aus Miming in Nordtirol, der sich da sehr intensiv mit der Geschichte befasst hat. Und er dokumentiert, dass man das dann auch verbunden hat mit Persönlichkeiten, die damals bekannt waren. Und dass zum Beispiel der Feldmarschall Radetzky, der damals eine sehr prominente und populäre Figur war, dass das eigentlich der erste Martel gewesen wäre sozusagen. Und bezieht sich dann auf die Schlacht von Solferino. Und diese Schlacht hat in der Nähe einer Örtlichkeit stattgefunden, die San Martino heißt. Und daraus hätte dann sich das abgeleitet, dass man die höchste Stichkarte Martino geheißen hat. Und so sind wir zum Martel gekommen. Gewattet wird in Südtirol seit Generationen. Früher, als es noch kein Fernsehen oder Internet gab, war das Kartenspiel oft der einzige Zeitvertreib. Bei Herbert Kerschbaumer in Tramin treffen sich regelmäßig gleich drei Generationen, um zu spielen. Wenn wir die Jungen packen, ist halt ein Plus, sagen wir. Ne? Weil einfach die Alten bei der Almlei. Die Alten packen wir schon heiß, nicht? Ja? Aber oft einmal sind die Alten auch noch da. Aha, von mir wieder. Ja, nix. So,
Im Sonntag oder in der Fanalmauer gehen. Das erste ist Warten. Nicht? Karten haben sie alle mit, die Frauen, die Klara und die Hilda. Da fällt nichts. Schreiber auch, Blaukreuz. Da brauchst du vom Gasthaus gar nichts. Ne? Dann ist da. In der Familie von Klara Zwerger galt ein Karterle schon immer als wichtiger Ausgleich zum Arbeitsalltag. Speziell an Sonn- und Feiertagen wurde in der alten, getäfelten Stube gespielt. Da haben wir einfach Kinder gewesen und haben einen langen Tisch gehabt. Auf den Tisch ist die Aus geworden und da ist Remi gespielt geworden. Auf den nicht. Und dann, das war für mich heute noch eine Erinnerung. Nicht? Und dann ist mir das wichtig gewesen, dass meine Kinder und die Enkelkinder Karten spielen lernen. Weil meine Mama hat mit 80 Jahren noch, gell, oder 6, 7, 70 Jahren noch blind gewartet. Und allem noch am Spät heimgegangen. Ist auch ganz fein, nicht, wenn man mit den Großeltern auch etwas tut. Und den Sonntag, wenn man leichter weilen kann, kann man ja gerne mal mit ihm einen Kater machen und sieht es auch gern. Dann ist das eigentlich schon allem recht ein Spaß. Das Blindwatten gilt neben dem Kritischwatten als das meistgespielte in Südtirol. Unterschiedlich ist, je nach Gebiet, die Punktezahl, die man erreichen muss, um zu gewinnen. In der Regel sind es 15 oder 18 Punkte. Man kann verschiedene Varianten wählen, natürlich. Man kann auch dementsprechend ansagen. Man braucht schon einmal das Glück dazu, aber man wird schon herausgefordert. Also man muss schon geistig fit sein. Und das hält auch ein bisschen fit, wenn man so die Sachen tut. Wenn man da aktiv beteiligt ist, wenn man im Fernsehen schaut, ist man passiv beteiligt. Nicht? Ich bin jetzt auf Kini gegangen. Ja, soll ich das sagen? Ich habe mir sogar Dach reingemacht. Ja. Ja, ja. Renate Pellizzoni ist gebürtige Meranerin. Sie war vor 40 Jahren Jugendleiterin. Heute, mit 68 Jahren, sieht sie sich als Bindeglied zwischen Senioren und Jugendlichen. Man vergisst sehr viel über seine eigenen Probleme, wenn man sich eben die Zeit nimmt, für andere da zu sein. Eine soziale Tätigkeit. Oder auch nur, wo eine soziale Tätigkeit angeboten wird. Einfach sich aufzuraffen und dort präsent zu sein, mitzumachen. Ihr soziales Engagement nutzt Renate Pellizzoni auch dazu, Positives zu bewirken. Ein Leben ohne Herausforderungen könnte sich die jung gebliebene Pensionistin gar nicht vorstellen. Man würde sich immer mehr zurückziehen, man würde immer trauriger werden, man würde immer lustloser werden. Hingegen, wenn man sich rausbegibt, wo die Angebote sind, oder selbsttätig sein. Das ist auch ein großes Rezept, selbsttätig zu werden. Weil es sind ja so viele Vereine, so viele, wo man wirklich braucht, dass jemand einfach mitmacht. Der Schritt, auch im Alter aktiv zu bleiben und sich nicht selbst im Weg zu stehen, fällt nicht allen Senioren leicht. Veranstaltungen wie das Preiswatten helfen dabei, neue Kontakte zu knüpfen oder bestehende aufzufrischen. Dass sich auch die Jugend dafür einsetzt und ältere Menschen unterstützt, ist keine Selbstverständlichkeit. Wir kämen schon das dritte Mal, weil es uns da überhaupt hauptsächlich gefällt, weil so viele Junge, weil es die Jungen organisieren und die brauchen auch, sagen wir, Leute, die es kennen. Und nachher, die sind so fleißig und tun so viele Dinge einsammeln, so viele Preise einsammeln. Und weil es fein ist und weil es unterhaltsam ist. Wir treffen bei unserer Spurensuche auf ein bisschen Geschichte, aber auch auf ein wenig Halt, um die Sonnenseite des Lebens zu genießen. Seid wie ein Fenster, durch das Gottes Güte in die Welt hineinleuchtet. Eine vielversprechende Aufforderung, der Josef Stampfl mit Sicherheit im Laufe seines Lebens gerecht geworden ist. Wir blicken zurück auf das letzte halbe Jahrhundert mit einem Querschnitt auf Perspektiven der besonderen Art. Wer humorvoll in die Welt hineinschaut, auch in der Familie, der weiß, dass hier viel mehr Freude, viel mehr Genugtuung zu Hause ist dann. Und das hat mich da auch berührt, wo ich dann gesagt habe, so ein Fenster machen wir
um auf die Pfarrei direkt hinschauen zu können. Besseren Ausblick kann man kaum gewinnen, es sei denn oben von der Gleifkapelle noch. Wir befinden uns auf der vierten Station des Besinnungsweges von Edith Stein. Es ist der einzige nach einer Frau benannte Besinnungsweg in Südtirol und entstand auf Initiative von Josef Stampfl. Der Weg kreuzt sich mit dem Wanderweg zur Gleifkirche. Auf die Frage nach einem Geheimrezept, das hilft, die vielen Kreuzungen im Leben zu bewältigen, antwortet Josef Stampfl: Die Motivation ist immer etwas vom Wichtigsten. Und da denke ich oft einfach an unsere großartigen Sportlerinnen und Sportler. Die haben ihren Trainer. Und der Trainer weiß genau, die können alles schon. Und dennoch sage ich ihnen da und dort ein Wort der Ermutigung oder der Konzentration oder auch manchen Fehler noch. Aber ohne dabei den Menschen irgendwo zu verletzen, sondern umgekehrt, ich bin einer, der sagt: Meinst du nicht, dass uns das noch ein Stück weiterbringt? Der Besinnungsweg führt weiter bis nach Matschatsch. Edith Stein wurde im Nationalsozialismus umgebracht. Sie war ursprünglich Jüdin, später Atheistin. Sie lehnt eigentlich die Religion als Kinderglaube ab und sagt: Na ja, für Kinder und Dienstboten, da mag das noch gut gehen, nicht? Aber für wirklich Intellektuelle ist das passé. Und später dann, da erlebt sie genau das Gegenteil und sagt: Es ist tatsächlich wahr, an dieser Person Jesu Christi entscheide ich mich. Und das ist es oft, wo man sagt: Diese Menschen haben die Kraft und das Durchhaltevermögen, zu ihrer Überzeugung zu stehen, trotz dieser politischen Systeme. Das Besondere an dieser Frau konnte Josef Stampfl überzeugen. Er blickte in ihre Seele. Und diese Gabe kennzeichnet ihn bis heute. Die Seele, aber was heißt das? Einfach dein Gemüt, dein Empfinden, dass du freundlich empfangen wirst, dass du willkommen bist. Und wenn es uns gelingt, einfach den Menschen als Ganzen anzusprechen und auch dann die Kinder, dass man die mitgestalten lässt, dann bin ich davon überzeugt, dass wir den Menschen stützen. Die Umgestaltung der Kirche in Eppern war nur eine der vielen Ideen, die Pfarrer Stampfl umgesetzt hat. Sepp Paller arbeitete viele Jahre in der Pfarrei mit. Laut ihm holte Pfarrer Stampfl viele Leute zurück in die Kirche. So schrieb er in der Abschiedsrede für Josef Stampfl: Mir ist es jedenfalls bei der Predigt ganz wichtig, dass ich den Menschen einen Satz vermitteln kann, mit dem sie diese kommende Woche irgendwo Nahrung haben. Wenn ich vor ganz kurzer Zeit auch in der Predigt gesagt habe, bei der Beichte, die notwendig ist, und die Versöhnung, und dann fügte ich hinzu, dass die wirklich großen Sünden, die die Menschen heutzutage begehen, und da habe ich begonnen mit den Kindersoldaten und ähnlichen Beispielen, dass die überhaupt nie gebeichtet werden. Hingegen die einfachen Alltagsschwächen, die wir alle haben, und unsere Begrenzungen und Fehler, die werden gebeichtet. Im Laufe der Kirchengeschichte gab es immer wieder Veränderungen, so auch nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil. Wir hatten nach dem Konzil noch sehr viele kirchliche Berufe. Wir sind über 30 Priester damals geweiht worden, als ich geweiht wurde. Und zugleich ging dann relativ schnell die Zahl zurück. Warum? Wir sind vielleicht zu schnell weitergegangen. Wenn ich daran denke, wie wir predigten, und nach 2 Minuten haben mich Oberschüler dann bei der Predigt unterbrochen. Und Leute haben gesagt: Nein, diese jungen, frechen Buben, die müssen wir entfernen. Das war einfach befremdend. Trotz Kursschwankungen blieb er selbst dem Ewigen treu. Zeitlos ist und bleibt die Botschaft Jesu Christi und die Person Jesu Christi. In Eppern war Pfarrer Stampfl 9 Jahre lang tätig. Am Ende seiner Amtszeit überreichte er der Pfarrgemeinde ein persönliches Geschenk, wobei ihn auch Bürger unterstützten. Und da haben wir uns noch entschieden, auch das Kind
dem Mann gleichsam in die Arme zu geben. Und aufgrund dessen zeigen wir auf, wie die heutige Entwicklung auch in unseren Familien ist, wo der Mann ja viel, viel mehr auch mit den Kindern zusammen ist als früher. Und die Mutter, sie schaut auch mit Freude den Mann an. Und wenn man miteinander diese Freude teilt, dann bewältigt man auch so manche Enttäuschungen. Glück und Liebe sind mit Freiheit Ideale, die grundsätzlich im Menschen verankert sind. Was heißt jedoch Freiheit? Freiheit ist sicher schwierig zu erklären, denn jeder versteht etwas anderes. Ich würde fordern, dass einfach offiziell die Gesetze einzuhalten sind. Und zugleich überprüfe ich, ob diese Gesetze sinnvoll sind für den Menschen oder ob sie für privilegierte Personengruppen eingebracht worden sind. Gerade in unseren Breitegraden wäre es einfach Zeit, dass wir über die Bedingungen zur Zulassung zum Priesteramt viel konkreter Fakten setzen würden. Zum Beispiel einfach auch im Zölibat diese Freiheit den Menschen schenken, wo wir sagen, ja, du kannst Familie haben oder du lebst auch ohne Familie. Das Zölibat wurde anfangs des 12. Jahrhunderts eingeführt. Wenn ich ein Fürstbischof bin, dann werde ich eher in der Versuchung sein, meine eigenen Kinder teilhaben zu lassen an meiner Macht. Und damit das alles unterbleibt, schaffe ich jetzt das Zölibat. Und wir müssen hier sehr vorsichtig sein, ob nicht einzelne Priester, die im Zölibat leben, bestimmte Fehlformen sich angeeignet haben. Wir sagen dann oft einfach eine Sublimierung. Das heißt, ich verfalle eher dem Alkohol oder ich will schöne Reisen machen oder meine Wohnung, meinen Vidum dementsprechend einladend machen und verzichte auf Familie, auf Frau und so weiter. Wenn wir ganz ehrlich sind, sind manchmal wir Priester in dieser Gefahr. In der Dissertation der Studienrichtung Psychologie und Erziehungswissenschaften setzte sich Josef Stampfl mit dem Selbstverständnis des Südtiroler Priesters auseinander. Die Motivation zu diesem Studium erhielt er in der Zeit als Regens am Schülerheim in Bruneck. Aber auch das Zweite Vatikanische Konzil öffnete ihm diesen Weg. Die Erlebnisse in München 1968, während seines Studiums dort am Institut für Katechetik und Homiletik, prägten seine Persönlichkeit. Kritisch, objektiv, christlich. Ja, in München war es einfach für mich wie eine neue Welt. Auch im theologischen Bereich habe ich hier, sei es von der Auffassung Bibelkunde, ganz neue Aspekte hinzulernen können oder auch in der Dogmenentwicklung. Da hatte ich einfach wirklich Professoren, die, wir würden sagen, sehr modern für uns waren, aber zugleich sind sie ja auf diese damalige Bewegung der antiautoritären Erziehung, der Hippie-Bewegung, gerade auch im psychologischen Bereich. Ich habe zum ersten Mal, also sei es Sigmund Freud, Alfred Adler oder C.G. Jung und so weiter, kennengelernt und welche Konsequenzen sind aus diesen Strömungen entstanden. Konsequenzen des Ungehorsams. Wenn ich die Krawalle der verschiedenen Universitätsstudentinnen erlebe von Rudi Dutschke als unser Sprecher, dann habe ich oft einfach den Kopf geschüttelt und habe gesagt, ich verstehe diese Menschen nicht. Klar hat sich etwas verändert. Die vielfältigen Strukturen waren sehr verkrustet. Und nun sind einfach zu schnell diese Aufbrüche entstanden. Wenn ich daran denke, dass ich beim Monopteros draußen mit den Hippies öfters auch geschlafen habe, nicht so im Schlafsack einfach, und dann kommt ein Mädchen oder ein Junge, was ist denn los, warum darf ich nicht bei dir auch schlafen, nicht und so weiter. Und dann hat man zuerst damals noch gesagt, ey, bist du ein Schwuler, nicht und so weiter. Also diese Sprache und diese Ungeniertheit, die war für mich einfach fremd. Er fand Methoden, um auf die neuen Strömungen einzuwirken. Zum Beispiel um 10 Uhr abends
habe ich durchwegs das sogenannte politische Nachtgebet gehalten, wo genauso Leute, die Sprachen studiert haben oder Naturwissenschaften oder Chemiker, nicht, die einfach hier gekommen sind und dann ihre Texte oder ihre Fragen eingebracht und zugleich aus der Bibel heraus ich meine Texte gebracht habe. Es begann damals eine neue Zeit des Umbruchs. Eine größere Umwälzung jedoch stand Josef Stampfl noch bevor. Die Zeit des Internets. Ich habe gerade die Schule verlassen als Inspektor, wo das in besonderer Weise angebrochen ist. Und was habe ich denen gesagt? Ihr müsst selber denken noch lernen. Ich wollte nicht, dass man mir einfach Texte vorlegt, die sie aus dem Internet heraus kopiert haben, sondern nehmt einzelne Texte, aber überprüft sie. Schaut kritisch hin und manchmal habe ich ihnen auch meine theologischen Bücher gegeben, habe gesagt, und jetzt vergleicht miteinander. Was ist wirklich wahr? Und wo stehen wir sozusagen über diese Instrumente? Weltweit ist die große Bibliothek des Internets digital zugänglich. Den einzigen Kontinent, den Josef Stampfl nicht persönlich gesehen hat, ist die Antarktis. Von China war er überrascht. Wie ich das erste Mal dort war und auch auf das Grab von Pater Josef Freinademetz gehen wollte, dann wurde mir all das verboten. Und das zweite Mal habe ich genauso erlebt, wie ich eigentlich ständig kontrolliert werde. Josef Stampfl wurde 1941 in Rodeneck als Bauernbub geboren. 1965 wurde er zum Priester geweiht. In Schluderns und Bruneck diente er der Kirche als Kooperator. Er wirkte unter anderem als Hochschulseelsorger in Südtirol, Diözesanassistent der katholischen Männer, Referent am Katechetischen Amt, geistlicher Assistent des katholischen Lehrerbunds, Inspektor für den katholischen Religionsunterricht am Deutschen Schulamt, Religionslehrer an mehreren Oberschulen, Beauftragter für das Sektenwesen und nicht zuletzt als Präses des Kolpinghauses Meran und Seelsorger in Obermais, wo er heute noch tätig ist. Die soziale Komponente im Kolpinghaus Meran weiter zu stärken, ist ein großes Anliegen von Josef Stampfl. Die Tatkraft und Volksnähe der Apostel spiegeln sich in seinem Wesen wider. Einer ist ihm besonders ans Herz gewachsen. Mein Lieblingsapostel ist der Apostel Paulus. Besonders gefällt mir seine Weltoffenheit und seine kritische Hinterfragung. Er hat es auch gewagt, dem Petrus einfach zu widersprechen. Ich bin immer dankbar, wenn Menschen mir widersprechen, weil wir, also wie ich oft sage, vier Augen sehen eben mehr. Und danke für diesen Hinweis und wir sind näher der Wahrheit gekommen. Josef Stampfl, ein Mann mit einem Weitblick, der bis in die Herzen der Menschen reicht.